Yo, was geht ab, Freunde? Zane ist wieder da. Heute mit dem Review zu One Piece Kapitel 967, denn nun endlich ist die offizielle Übersetzung draußen. Doch nicht lang labern, Intro ab. Der Erzähler erzählt uns davon, dass mit Gunfords Hilfe die Roger Piraten es runter von Skype hier geschafft haben. Schön, dass Oda selbst nach so vielen Chaptern noch an solche Charaktere denkt. Immerhin ist es seit Kapitel 301 her, dass Gunford die Roger Piraten erwähnt hatte. Die Roger Piraten kommen also in Water 7 an und Shanks und Buggy sind mal wieder am Streiten. Dieser Streit, welcher Ort kälter ist, der Nord- oder Südpol, hat uns Oda schon in Kapitel 19 gezeigt. Auch hier mal wieder schön, wie weit zurück Oda eigentlich denkt. Plötzlich erfährt Roger von Oden und Nekomamushi, dass sowohl auf Su als auch in Wano zwei Roponeglyphe stehen. Und sogar Roger ist einfach nur sowas von erschrocken, dass die zwei das einfach nie vorher erwähnt haben. Roger erklärt, er hätte eine Kopie schon vom Big Mom geklaut, wie wir ja früher mal in einem Flashback gesehen haben. Und Roger weiß wohl auch, wo sich nochmal eins befinden könnte. Auf Water 7 dann treffen sie auf Tom, welcher die Oro Jackson gebaut hatte. Sie fragen ihn, ob er denn schon seinen Seezug fertig gebaut hat, doch dies hatte er natürlich noch nicht. Wir sehen Oden, wie er Franky anspricht, dass er ein Weise sei und ob er ein gutes Wort bei Roger einlegen solle, dass Franky als Schiffszimmermann bei den Roger Piraten anfangen kann. Doch Franky sagt, er möchte kein Pirat werden, er wurde immerhin von seinen Pirateneltern verstoßen. Aber es ist schon so ein heftiger Gedanke, dass Franky bei Roger hätte sein können, wenn er gewollt hätte. In der Crew des Königs der Piraten. Schön, dass er aber beim nächsten König der Piraten gelandet ist. Dies bestätigt nun endlich auch ein etwas irritierendes Panel. Denn hier wurde Rayleigh enthüllt, dass es sich beim alten Kauz um den Vize der Roger Piraten handelt. Alle sind extrem geschockt, bis auf Robin und Franky. Frankys Reaktion ließ damals schon darauf schließen, dass da mehr dahinter steckt und ja klar, in dem Moment kapierte er endlich, dass er ihn ja kennt, den alten Chaos. Das Lied Bing's Sake beginnt zu spielen und wir sehen einige Stationen der Roger Piraten. Eine dieser Stationen ist eine riesige Brücke im Meer, so eine Brücke kennen wir schon und zwar Tequila Wolf. Dort, wo Robin damals vom Bartholomäus Bär hingeschickt wurde. Das Problem an der Sache ist nur, Tequila Wolf ist im East Blue. Das heißt also, entweder hat Oda hier einen Fehler begangen, oder aber die Roger Piraten haben die Grand Line verlassen und sind dann wieder zurück. Oder aber es gibt mehrere solcher Brücken, die vielleicht irgendwann zusammenschließen sollen. Die Roger Piraten erreichen das Sabaody-Archipelago, wo Oden erwähnt, er wäre dort schon mit Whitebeard gewesen. Unter dem Meer hört Roger plötzlich irgendwelches Gemurmel. Auch Oden kann es hören, aber sonst niemand anders. Das liegt daran, dass die beiden The Voice of All Things beherrschen und was sie hören, sind die Seekönige. Die Roger Piraten erreichen die Fischmenscheninsel, doch die Tore sind von der Royalen Garde beschützt, wozu auch Neptun gehört. Neptun kennt Roger, was Sinn ergibt, immerhin war er früher schon mal auf der Fischmenscheninsel. Neptun hat von einer Prophezeiung von Charlie gehört, dass der Eingang der Fischmenscheninsel zerstört werden soll und geht davon aus, dass Roger der sein wird, der es tut. Doch plötzlich kracht ein Seekönig in das Tor und zerstört es. Interessant könnte hier sein, durch eine Prophezeiung von Charlie wird Roger beschuldigt, etwas Böses zu tun, nur um am Ende unschuldig zu sein. Könnte dies bei der Prophezeiung, dass Ruffy die Fischmenscheninsel zerstören wird, genauso sein? Immerhin haben Roger und Ruffy immer mehr Parallelen. Charlie sagt, die Seekönige sind aufgebracht, weil sie auf die Meerjungfrauenprinzessin warten, bis sie geboren wird, denn dabei handelt es sich um Poseidon. Rogers Crew findet zwei Poneglyphe. Einmal der Entschuldigungsbrief von Joyboy, den die Strohhüte auch schon gesehen haben, und einmal das letzte Road Poneglyph. Doch wo ist es jetzt? Für mich ist die logischste Erklärung, dass Whitebeard es irgendwann versteckt hat. Immerhin war die Fischmenscheninsel, bevor Big Mom sie übernahm, ein Schutzgebiet von Whitebeard. Dies könnte auch die Nachricht sein, die Nekomamushi an Ruffy von Marco überreichen soll. Rayleigh sagt, sie sind nicht an den Waffen interessiert, sondern nur am Schatz, welcher von den gleichen Leuten versteckt worden ist. Die Roger Piraten erreichen die neue Welt und suchen sich die mittlere der drei Routen zur letzten Insel aus, denn diese ist die gefährlichste Route, was man an den Logpost sieht. Denn je mehr die Nadel zittert, desto gefährlicher ist die Route.
Das war auch der Grund, warum Smoker dort auf Ruffy wartete, denn er dachte, Ruffy würde diese Route wählen, da sie die gefährlichste und somit für Ruffy lustigste wäre. Doch Ruffy wurde durch ein paar Zufälle in Richtung Punk Hazard gebracht. Die erste Insel, die die Roger Piraten erreichen, ist die Raijin Insel, auf der auch Urush war. Dies ist eine Insel, auf der dauernd Blitze hinabregnen. So ein Phänomen gibt es auch in unserer Welt, falls ihr das noch nicht wusstet, und zwar die sogenannten Catatumbo Lightnings. Diese gibt es in Venezuela. Die Roger Piraten finden ein weiteres Poneglyph und baden später dann alle zusammen. In diesem Panel habe ich eine Entdeckung gemacht, die vieles ändern könnte. Ich werde es hier jetzt mal spoilern, denn das Video kommt eh die Tage. Der Dude links unten im Panel mit dem langen Zylinderhut sieht für mich ein wenig aus wie Doc Bader. Und interessanterweise erinnert mich der Dude daneben, der sehr feminin wirkt, ein wenig an Cavendish. Als die Bande Wano Kuni erreicht, wird Toki leider krank, vermutlich aufgrund des Stresses der Reise. Die Bande entschließt sich, dass Toki besser in Wano Kuni bleibt, zusammen mit Momonosuke und Hiyori. Die Retainer sind glücklich, als sie Oden sehen und hoffen, dass dieser ebenfalls bleibt, was er zuerst auch möchte. Aber Toki drängt Oden dazu, seine Reise weiterzuführen. Trotz dessen, dass sich Wano Kuni sehr stark verändert hat, denn im Hintergrund sehen wir schon die ersten Waffenfabriken, welche Orochi gebaut hat. In Kapitel 820 hatte Kinemon erwähnt, dass sie zwar Whitebeard und Roger respektierten, aber dass sie Oden mit auf ihre Reise genommen haben, brachte den Retainern ein hartes Leben auf Wano Kuni. Nun wissen wir auch weshalb. Könnte dies der Grund sein, dass einer davon sich entschieden hat, der Verräter zu werden? Die Roger Piraten gehen nach Su, dort werden sie freundlich empfangen von den Minks und diese zeigen ihm auch gleich das Roll Polyglyph. Sowohl Oden als auch Roger fühlen sich etwas unwohl auf der Insel, so wie auch Momonosuke damals. Nun haben sie alle Roll Polyglyphe und Scopper Gaban schafft es auf einer Karte einzuzeichnen, wo sich Laugh-Tale befindet. Somit können wir davon ausgehen, dass er der Navigator des Schiffs war. Leider bekommt Buggy ein Fieber und kann nicht mit nach Laugh-Tale. Shanks sagt, er bleibt bei Buggy, sie würden irgendein anderes Mal mit ihrem eigenen Schiff nach Laugh-Tale reisen. Als kleiner Funfact, wir sehen noch einmal das riesige Ei auf der Oro Jackson und es ist noch immer nicht geschlüpft. Die Nachricht verbreitet sich auf der Welt, Roger hat die Welt umsegelt, er ist der Piratenkönig. Wir sehen Roger und seine Bande, wie sie auf der letzten Insel ankommen, der Moment, auf den wir seit 20 Jahren warten. Der Moment, der One Piece so entscheiden könnte. Und Roger lacht, als er das One Piece sieht. Dies passt so perfekt in die Geschichte. One Piece ist eine Story, die uns immer aufgeregt hat, uns zum Lachen gebracht hat, uns im Ungewissen gehalten hat. Einfach großartig. Und jetzt nach 20 Jahren sollen wir einfach mal lachen. Die Roger Piraten entscheiden sich, die Insel Laugh-Tale zu nennen und das war's erstmal mit diesem Kapitel. Wie hat es euch gefallen? Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir mit einem Klick auf den Like-Button sowie einem Smash auf den Abo-Button. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao.